Eine Krankheit an Bord der Kiba, unseres Flaggschiffes, das hier vor Anker liegt. Mutmaßlich deshalb, weil wir kein Hospital gebaut hatten in Bullseye, eine Hauptstadt. Dort mittlerweile ein Hospital vor Ort. Krankenschwestern angeführt von Dr. Franzi, habt ihr zuletzt gesehen, rennen dort drüber, versuchen die Menschen zu heilen. Derweil hat aber Kiba, das Schiff, das hier angelegt ist, mit Captain Kiba an Bord, leider beim Landen, wahrscheinlich beim Landeurlaub, beim Besuch einschlägiger Etablissements wie Arztpraxen beispielsweise, hier ein Problem bekommen und hat sich wahrscheinlich von Franzi selber angesteckt. Das ist bitter. Franzi hat Kiba angesteckt. Im Ernst, wir warten einfach ein Weilchen ab. Das geht von alleine schon besser werden. Wir schicken aber Kiba in der Zeit, würde ich mal vorschlagen, lieber nicht auf eine Expedition. Liebe Grüße an Eisphönix. Sehr hübscher Nickname, muss man dir lassen. Vierter Monat hier, schon per Prime-Abo unterwegs. Das ist eine tolle Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür. Danke dir. Und was ist denn das hier eigentlich? Produktion angehalten. Quarz, haben wir denn genug Quarz? Wir haben genug, alles gut. Und die Stahlbetonproduktion läuft ebenfalls. Was wir machen wollten in Bullseye, das ist eigentlich das große Thema heute. Was wir nur angefangen haben umzusetzen, ist das hier. Bau einer Ölraffinerie. Im Blaupausenmodus existiert sie schon. Und Achtung. Da ist die. Was wir jetzt noch brauchen, die Stadt hat natürlich an Attraktivität verloren, das ist klar. Und jetzt sorgen wir dafür, dass hier noch Öl platziert wird. Bohrtürme platziert werden. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr gerne auch viermal. Aber das geht nicht. Jetzt erwirtschaften wir kleine Mengen Öl. Es ist nur wenig. Es reicht aus, sage ich mal, um ein Ölkraftwerk zu beliefern. Mehr wird nicht möglich sein. Aber immerhin. Das heißt, wir setzen eins strategisch genau in der Mitte, dort am besten, würde ich sagen, wo die besonders teuren Geschichten stehen. Das heißt hier zum Beispiel oder wo auch immer. Wir ziehen erstmal Richtung zum Hafen, dort links die Eisenbahnlinien runter und platzieren den Blaupausenmodus schon mal. Strom. Eisenbahnschienen werden benutzt, Öllager im Hafen. Wichtiger ist allerdings der kleine Ölhafen. 15 Stahlbeton brauchen wir, die haben wir. 20 Eisen, 20 Stahlträger vorhanden, 15 Fenster, alles da. Können wir sofort bauen. Wir machen ganz kurze Wege von hier aus rüber bis hier zu dieser Ölgeschichte und legen den direkt hier ganz an die Ecke hin, im Blaupausenmodus hier hin. So. Jetzt ziehen wir von hier aus eine Eisenbahnschiene rüber. Die muss natürlich hier in der Mitte rausgehen. Legen wir dann am Rand lang. Hier hin. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, ich wollte das eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir hier so ganz hässlich. Das geht ja gar nicht. Ich wollte es so ähnlich. Das hier wollte ich gar nicht. Das mache ich nicht. Das ist doof. Aber so kann man es machen. Nein, das geht doch nicht hier hin. So ist hübsch. Das ist in hübsch. Jetzt wollen wir gucken, dass wir uns immer am Hang entlang schlendern. In mehreren Stufen. Leider ist mit der Diagonalie nichts gebacken. Aber das geht. Immer am Rand entlang.
schön viel Stahl bei drauf. Jetzt kann, sobald wir das ausgebaut haben, Achtung. Die Krankheit ist ausgebrochen. Schneller als sonst. Jetzt sollte hier demnächst ein Zug abfahren. Da kommt er, unser erster Zug, schaut mal. Da fährt er. Feierlicher Augenblick. Was für ein feierlicher Augenblick. Das war das erste Mal, dass in dieser Partie auf dieser Insel in unserem neuen Reich der erste Zug fuhr. Da fährt er wieder raus. Und er bringt Öl rüber. Süß. Tut, tut. Ach, Dredd, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Und jetzt sollten wir Öl haben hier. Das füllt sich ganz langsam. Da kann man noch ein bisschen abwarten. Müssen wir ja nicht sofort nutzen, bis wir ein bisschen auf Vorrat haben. Dann fährt er hier. Wir können ihn auch schon mal ausbauen. Lagerplatz erhöhen. Möglichkeiten haben wir ja. Wird auch nicht teurer. Also nur einmalige Kosten. Und dann lassen wir den ein paar Mal noch hin und her fahren und dann bauen wir nachher das Kraftwerk. Dass wir mal einen Grundstock von Öl erstmal haben. Wir können Öl natürlich auch in der neuen Welt bauen. Da haben wir Öl en masse und können das auch hier hinbringen. Also daran wird es nicht hapern. Daran wird es nicht hapern. Jetzt sammeln wir erstmal weiter an. Minus 20 Attraktivität. So, schön, sehr schön, das war klasse. Jetzt wollten wir werfen einen Blick auf die Quests und die Warnungen. Nein, hier ist eine Krankheit ausgebrochen. Wir haben doch mittlerweile ein Hospital. Das steht hier. Das reicht nicht bis dorthin. Na toll. Super, ich bin schwerste begeistert. Mal gucken, ob wir es nicht doch besser hinbekommen, indem wir einfach die Straßen ausbauen. Vielleicht reicht das hier schon aus. Mal schauen. Nicht wirklich. Okay, dann sollten wir vielleicht uns überlegen, ein zweites Hospital zu bauen. Oder das Hospital mehr in die Mitte zu legen. Was ist das? Das ist die Schule. Hey, das steht im Prinzip schon okay. Zweites Hospital uns gönnen. Oder die Bauernhäuser weiter nach oben hinstellen. Das muss ja nicht bis hier unten laufen. Die haben auch kaum Marktversorgung. Stellen die Bauernhäuser einfach nach oben. Hier oben ist doch Platz satt. Wir bauen hier noch ein Gerüst von Straßen hin und damit hat sich's. Warum sollen wir uns hier, weil die Hospitäler, die kosten ja auch 100 Unterhalt. Ja komm, wir gönnen uns einfach hier einen Ausbau Richtung nach oben hin.
Das ist schon okay, das kann man machen. Ich glaube, das sollte so passen mit einem... Oh, nicht ganz. Mit einem Park noch dazwischen. Hier eins, noch nicht hier eins. Doch, so reicht das los. Gut. Mit einer... Hoppla, was denn hier? Das geht ja gar nicht. Ach, hier ist schon Ende Gelände. Dann halt nicht. Und hier kommt man auch nicht viel weiter Richtung Norden. Das heißt, wir müssten hier ein neues Viertel erschließen. Das ist eine Hanglage hier, genau. Kriegen wir aber hin. Wir platzieren erstmal ein paar von den Häusern woanders hin hier. Das war das Hospital. Mal gucken, ob das möglich ist, dass wir hier die zum Beispiel woanders hinpacken. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Müssen wir erstmal warten. Wir mobilisieren noch ein paar weitere Krankenschwestern, die da helfen. Können wir hier oben im Blaupausenmodus wenigstens schon mal ein bisschen was ausbauen oder wie auch immer. Das geht nicht, aber ab hier geht's ja wieder. Immer noch diese Krankheiten. Inkarnati. Müssen wir einen Moment abwarten. Stahlbetonproduktion. Oh, nicht Angriffspakt mit Willi ist abgelaufen. Da wollen wir das mal verändern. Und überhaupt mal bei allen ein bisschen checken, wie die Lage ist. Etwas Geld rüberschieben. Eine Aufgabe fragen. Schon auf Fortune. Geld anbieten. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Job nachfragen. Eine Bauaufgabe, das nehmen wir heute noch. Komplimente rüberschieben. Und noch mehr Komplimente. Lieber Daniel? Ja? Wir haben zwei neue Abos reinbekommen. Das ist sehr lieb. Von euch ein. Muss mir nicht ganz so schnell sagen, weil ich blicke alle paar Minuten in den Chat rein und manchmal sehe ich das auch zurück. Aber trotzdem ein Dankeschön an Antonio. Vielen lieben Dank an dich, Antonio della Rosa und an den Agent Top Secret. Vielen lieben Dank an euch. Ihr seid ihr beide schon eine ganze Weile dabei. 3 bzw. 4 Monate. Danke sehr. Jetzt gehen wir hier raus und checken das mal bei den Quests. Das war eine in der neuen Welt. Und gucken hier mal. Das ist Galdia. Ah, wir wollten ja Handel treiben mit Galdia. Wir checken aber erstmal, bauen Sie einen Reparaturkran in Ihrem neuen Hafen für eines seiner Schiffe in der Nähe Ihrer Insel in Schwierigkeiten gerät. Das können wir gerne machen. Wir sollen einen Reparaturkran bei uns bauen. Und wo? Oh, das wird
uns offen gelassen. Bauen Sie einen Reparaturkran, egal wo. Nichts zum Anklicken hier. Aber ein Blick in die Aufgaben. In Ihrem Hafen, das darf also überall sein. Na gut. Dann bauen wir das irgendwo. Dann bauen wir den hier vorne. Oder hier um die Ecke. Nee, lieber hier unten. Oben ginge wahrscheinlich schneller, falls uns Baumaterialien fehlen. Depot im Blaupausenmodus. Ach. Hier gibt es keine Steine. Dann schauen wir mal hier nach den Reparaturkränen. Da ist er. Ja, hier fehlen uns Steine. Haben wir hier oben Steine? Hier haben wir Steine. Bauen wir denn hier? Das ist ja auch an der Grenze hier ganz oben im Norden der Karte. Nein! George Smith will uns unsere Insel kaufen! Was denn das für ein Flegel hier? Kaufen wir gleich zurück. So ein Frechdachs. Dem gehen wir sauberes. Das können wir bei dir auch machen, mein Bester. Das ist eine zentrale. Komm, wir machen einen Bieterkauf gegenseitig. Den setzen wir unter Druck. Hier gibt es... Was brauchen wir? Zucker, Baumwolle, Bananen, Kakao, Mais. Hier ist die Basis Fruchtbarkeit für alles. Aber hier schwächen wir ihn am wenigsten. Dann lass uns eine coole Hauptinsel mal unter Druck setzen. Egal, ob wir es uns leisten können oder nicht. Die Frage wäre, ob du einen Krieg mit ihm riskieren könntest. Nein. Kann ich nicht. Das war jetzt eine rein emotionale Geschichte. Das war jetzt einfach nur, komm, wir machen das halt. Danke für die warnende Stimme. Ja, immer gern. Gekauft! Nimm das, George! So. Jetzt haben wir ihm eins zurückgegeben. Da haben wir alle Warnungen aus dem Wind geschlagen. Jetzt, wir wollten einen Reparaturkran bauen, den brauchen wir jetzt natürlich noch eher. Hier oben. Eine Allianz können wir bald gebrauchen. Das gefällt George wahrscheinlich nicht. Hier bauen wir jetzt den Reparaturkran. Kostet 3 Einfluss, das ist ja kein Ding. Hätte sogar richtig. Jean Fortune bedankt sich bei uns. Ich hätte nicht die üble Lust, bei ihm noch ein paar coole Schiffe zu kaufen. Der müsste doch mittlerweile coole Schiffchen haben. Wir haben nur das Geld dafür und die Einflusspunkte. Ja, das ist das erste Schiff, das wir kaufen können. Und das ist was? Gemeinsam sind wir so viel stärker. Was willst du uns hier verkaufen? Ein Piratenlinienschiff. Na, es ist zum Angriff natürlich eine coole Geschichte, zur Verteidigung unserer Städte weniger. Also ich fand eigentlich diese Feuerspucker, die er hat, die fand ich eigentlich cooler. Damit kann man natürlich feindliche Städte von ihm total unter Druck setzen, ne? Das kann man machen. Aber ich weiß nicht. Wir warten mal ab, ob wir nicht noch was anderes bekommen bei ihm. Aber wir sollten vielleicht hier noch ein paar weitere... ein bisschen auf Verteidigung setzen, das kann nicht schaden. Sprich, wir schaffen noch ein paar Kanonen hier rüber. Für den Bau von Kanonen brauchen wir Einfluss. Einfluss haben wir in rauen Mengen. Und Chuzpa haben wir auch. Wir brauchen Steinchen, die gibt es hier. Jede Menge Steine, Holz haben wir immer und überall. Und Kanonen. Es kann sogar sein, dass wir sogar noch ein paar Kanonen auf Vorrat haben. Ja, null. Null Kanonen hier. Toll, super. Die hatten wir abgezählt rübergebracht. Ich glaube, wichtiger wäre das mit dem Öl. Wir haben hier eine Insel, weil wir Öl haben wir ja noch nicht so viel. Jetzt mal im Ernst. Lass uns mal wieder zurück zum coolen Denken kommen.
Wir brauchen eine Stadt mit vielen Obreros, um Öl anzuzapfen. Hier gibt es 15 Ölquellen. 15 Öl ist gut. Alternative, um mal laut nachzudenken, ist immer das hier. Der Blick in die alte Welt, weil das war... Irgendwo lagern Kanonen, meint Tante Mimi. Gehen wir gleich mal gucken. Weil wir haben, glaube ich, noch mehrere andere Inseln auch mit Ölvorkommen. Ja, 5 Stück, das ist bei Georgie. Hier haben wir kein Öl. Hier oben haben wir auch keines. So viel zum Thema Wunschdenken. Hier unten auch nicht. Nee, wir haben, das war alles Wunschdenken. Willi hat hier Öl und das nicht so knapp. Dann sollten wir es doch uns holen aus der neuen Welt. Dafür machen wir Folgendes. Hier könnten wir 15 Ölquellen anschließen. Und dann hätten wir hier noch die andere Hauptinsel. Hier sind 17 und in beiden sind viele Obreros. Hier sind 100 Obreros, die braten wir ja. Hier sind noch deren einige mehr. Deshalb würde sich das vielleicht noch eher anbieten. Und dann war ja auch immer die Frage, was brauchen die und wo müssen wir Güter hinbringen? Hier haben wir keinen Zucker vor Ort, das heißt, wir müssen immer Rum hier hinbringen. Warum sollten wir mittlerweile in großen Mengen haben? Wir werfen einen Blick auf die Handelsrouten. Ja, Primera. Die bringen Bananen und Rum hin und zurück. Lass uns mal schauen, ob die hier auf der Insel genug Bananen haben ins Zuckerwatte. Geht so. Da können wir ruhig noch ein paar mehr hinbringen. Dann gehen wir wieder hier in die Handelsrouten rein, schnappen uns diese Route hier, die hier benötigte Waren hin und zurück transportiert und holen uns aus der Zentrale. Statt 15, oh, hier sind auch nicht so viele. Nehmen wir mal 20 mit. Und entladen dementsprechend hier auch mehr. Dann brauchen wir hier unten auf jeden Fall, wurde das gerade übernommen? Muss man zweimal auf Annehmen klicken und wir sollten auf jeden Fall hier schon mal mehr Bananen dort noch machen. Ansonsten reicht das auf Dauer nicht aus. Wir bauen mal zügig hier ein bisschen rum in der neuen Welt und sorgen dafür, dass wir drüben in der alten mehr Öl bekommen, weil durch das Öl können wir die Produktion immens anschubsen und dadurch können wir Bevölkerungszahlen hochtreiben, weil die Leute besser versorgen können, können Einfluss bekommen. Mit dem Einfluss können wir uns dann wiederum eine Riesenflotte gönnen und Georgie richtig Dampf unter dem Hintern machen. Also. Bananen. Gebackene Bananen. Ja, da geht es noch viel Luft nach oben. Blick auf die Zeitung. Das wird aber ein bisschen, da muss man ein bisschen rumlektorieren. Das hier sind die Bananengeschichten, sind irgendwo anders auf der Insel, die sind. Hallo, Bananen, bitte kommen, hier vorne. Genau, und hier entsteht die Stadt. Küchen, Küchen, Lagerhäuser, Bananenplantagen, Lehmvorkommen. Wir haben gar keine Ziegelproduktion hier. Dann sollten wir vielleicht mal beginnen, oder? Wir müssen nicht immer hier Ziegel hinbringen. Ein Lehmvorkommen hier anschließen. 100 Obreros machen wir, komm. Dann bauen wir doch da drumherum. Noch Ziegeleien. Und das nicht so knapp. Und zwar... Materialien, Ziegelsteine, eine Lehmgrube kann 2 Ziegeleien versorgen.
Lagerhaus ausbauen geht nicht. Da wir ja auch die Bananen noch mehr bauen wollen, setzen wir gleich mal ein zweites Lagerhaus daneben. Da setzen wir, lass mich nicht lügen, einfach vielleicht direkt auch einfach nur auf die andere Seite. Das sollte schon ausreichen. Wir die Straße hier lang. Dann ziehen wir eine Straße. Hoppla. Ist egal. Eine hier hin. Hier hin. So rum. Jetzt brauchen wir Bananen und das nicht zu knapp, bitte. Bananen. Wir bauen noch eine Fischölfabrik hier hin. Eine auf diese Seite. Eine bauen wir hier hin. Die braucht eine Straßenverbindung. Dann gehen wir hier oben hin. Und sorgen für Bananenplantagen und Küchen. Küchen setzen wir zuerst. Jetzt zahlen wir Geld, damit sie uns nicht angreift. Die an die Küchen setzen in die Nähe der Lagerhäuser. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Dann brauchen wir zwei Bananenplantagen. Dann haben wir die Produktion verdoppelt. Könnten auch schon mal planen mit Rathäusern, pardon, mit Hafenmeistereien, nee, mit Handelskammern. Wir setzen mal im Blaupausenmodus eine zentrale Handelskammer rein und lassen den Radius dann frei, um die alle zu versorgen, Bananen zum Beispiel zu versorgen oder Ziegelsteine zu versorgen. Das setzen wir mal hier hin. Die Handelskammer in die Mitte. Hier hin. Das können wir machen. Das Holz können wir nachher immer noch verschieben. Dann wechseln wir den normalen Produktionsbonus wieder rein. Wäre das hier angeschlossen für den Handels? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann machen wir Folgendes. Dann reißen wir das hier ab. Sind die eins nach links? Sind die eins nach links? Jetzt sollte es besser im Radius sein. Jetzt schauen wir, ob wir hier noch was bauen müssen. Müssen wir. Jetzt setzen wir noch ein paar Bananenplantagen mehr hin. Eine kommt. Das ist hier die Handelskammer. Hier passen noch welche hin. Ich glaube, die setzen noch weiter nach links, die Handelskammer. Das ist ja irgendwie Quatsch. Setzen wir hier hin und die setzen wir gleich woanders hin. Die kommen gleich hier hin. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Das ist doch viel klüger. Ja. Hierauf gebaut. Lücken gefüllt, bitte. Lücken füllen. Die ist voll. Die ist voll. Jetzt bauen wir. Die kopieren wir und setzen die hier hin. Handelskammer klappt. Ziehen die Bananenfelder hier rüber.
füllen hier die Lücken zu Ende. Voll, ist voll. Eine weitere müssen wir uns noch holen. Die kommt hier hin. Entfernung okay zu der Handelskammer. Felder setzen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Hier rüber. Ausbauen nicht möglich. Fehlende Ausbaukosten von Holz. Von Ziegeln. Aber die laufen doch hier, die Ziegel. Alles gut, die laufen. Hier müssen wir noch weiter das hier ausbauen. Rand ausfüllen. Das machen wir aber so, dass hier ein bisschen mehr Platz ist, dass wir ein anderes Gebäude hinsetzen könnten. Eine Reichweite des Rathauses, so ist gut. Ausbauen. Felder noch hier in die Lücke reinpuzzeln. So, jetzt haben wir die Bananen, die Produktion fast verdoppelt. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Und zwar von den Küchen. Da müssen wir nochmal reingehen. Wir haben jetzt 4 Bananenplantagen, 4 Fischölfabriken, 4 Küchen. Alles okay. Alles sauberhaft. Wir können aber auch hier durchaus nochmal so ein Set machen. Dann wird es nur ein bisschen knapp mit dem Lagerhaus. Das können wir später machen. Wenn wir über genug Ziegel verfügen. Das passt auf jeden Fall. Wir wollten Ölproduktion hier generieren. Dafür brauchen wir für die Elektrizität die Möglichkeit, eine Ölraffinerie zu bauen. Dafür brauchen wir 600 Obreros. Wir haben 390. Wir sollten also auf jeden Fall schauen, dass wir 210 uns noch irgendwie holen. Und wenn wir die bekommen haben, die Obreros, und die versorgen können, dann können wir hier auf Zentrale Öl bauen, also Öl erschließen. Das sind sehr viele Ölquellen. Und die können wir dann wiederum das Öl rüber transportieren in die alte Welt. Und in der alten Welt können wir dann den Ölhafen, den wir dort platziert haben, der nur ganz wenig Öl im Augenblick bekommt, richtig voll machen mit ganz, ganz viel Öl und können flächendeckend die Industrie hochjagen, können Großproduktion machen, können dann die Bevölkerung besser versorgen, riesige Bürgermengen haben, in Einfluss schwimmen, Kriegsschiffe bauen, die ganze Welt erobern oder irgendwelche anderen kleineren und größeren Abenteuer bestehen. Das sind unsere Pläne.